Ja, na, wenn wir aus dem Bildschirm raus sind, lachen wir auch erstmal ganz Ich doll. hätte wissen müssen, dass das passiert. Moin, Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt. Moin, Holzfäller! Ja, nee, leider noch nicht, aber ich bin dran. Nein! Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase. Ja, Wie kommen wir soll denn in ich die jetzt Hütte rein? Ja, er weiterleben? sitzt halt davor. Gut, wir haben einen Metalldetektor, ich denke. Probieren wir ihn einfach gleich mal hier aus. Wusste ich doch. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Hier findest du kein Milrit. Gut. Ich denke, dann machen wir uns zur Angewohnheit. In jedem. Ah, hier waren wir schon mal, ne? Das haben wir schon mal gesehen. Da unten ist die Schlucht, wo jemand angelt. Mal gucken. Da ist jemand am Fischen. Ja. Ich denke, wir benutzen jetzt einfach diesen Metalldetektor einfach in jeder Karte. Einfach als Angewohnheit, dann finden wir auf jeden Fall irgendwann das, worum es geht. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Hier also auch nicht. Ich bin immer noch ein bisschen, also sagen wir mal, verwundert, dass man hier nicht diesen Magneten benutzen kann. Weil es eine Schlucht ist und da unten ist jemand und naja, es ist einfach so eine Situation, wo es klappen könnte. Das geht doch so nicht. Ja, seltsam. Gut. Naja, haben wir wenigstens eine klare Aufgabe. Wir haben einen Holzfäller. Na, ein Warum Holzfäller ist habe ich natürlich auch nicht genau auf die meine richtige Mutter Ansprechperson, gehört? wenn es um Mahagoni geht für unsere Holzwürmer. Ich denke, dem helfen wir. Dann haben wir Was soll sicherlich auch ich unser tun? Mahagoni. Dann können wir unseren Würmchen helfen. Und so, mal fix den Detektor benutzt. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Kein Milrit, okay. Ja. Und damit haben wir jetzt eigentlich eine ganz klare Aufgabe: Milrit suchen. Benutzen wir mal hier. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Ja. Gut, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu langweilig. Benutzen wir mal hier nochmal. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Auch kein Milrit. Ja, vielleicht können die Zwerge uns ja wenigstens einen Tipp geben, wo es sein könnte. Obwohl die ja relativ ungehalten auf uns zu sprechen kamen, als wir da reingewartet sind. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Ich habe ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ja, naja, ich meine, dann ist doch klar, dann tragen wir jetzt den Bart und sind dann ein Zwerg. Wie gut. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Ja, und jetzt sieht er auch gleich aus wie so ein Zauberer, ne? Wenn er mal guckt, wenn er sich hier so umdreht. Ja, sieht aus wie ein Zauberer. Oder so ein bisschen wie Kevin Flint, ne? Dieser Bart hier. Kevin Flynn hier von Tron. Der hat einen ziemlich coolen Bart, der Hallo, mein Schauspieler. Freund! Hallo! Wie lautet das Passwort? Oh nein! Passwort. Passwort? Aas? Abartig? Abbau? Arkansas? Abbild? Naja, wir haben ja diesen Stein mit dem Bier drauf gefunden. Ich würde sagen, wir probieren es. Außerdem würde es passen, wenn Zwerge Bier gut finden würden. Ist es Bier? Du kannst rein. Na endlich. Jawohl! Mann, es geht ja in großen Schritten hier vorwärts. Tisch, Zwerg, Zwerg, Flasche. Was ist das denn für eine Flasche? Eine leere Bierflasche. Tja, leer. War klar. Können wir die mitnehmen? Stopp, Wache, lass ihn nicht durch. Nur für Zwerge im Dienst. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Ich bin im Dienst für Axt, Gesicht, Schädelbrecher. Wie wäre es mit Bestechung? Das ist in Ordnung. Ich bin kein Zwerg. Ich denke, diese Antwort werden wir nicht geben. Ich bin im Dienst für Axt, Gesicht, Schädelbrecher. Das finde ich gut. Ich bin im Dienst für Axtgesicht Schädelbrecher. Wer soll denn das sein? Nie von ihm gehört. Ja, eine Art Virus, sehr gefährlich. Er ist etwas kleiner, befürchte ich. Einige Trolle verwechselten ihn mit einem Stuhl. Ich befolge nur meine Befehle. Ja, ich befolge nur meine Befehle. Ich befolge nur meine Befehle. Ich glaube dir nicht. Fair genug. Also, zieh Leine. Ja, na, vielleicht war es nicht die ganz richtige Antwort. Ich bin ein Zwerg im Dienst.
Verschwinde doch selbst kann man jetzt anklicken. Ich probiere es nochmal mit einer anderen Antwort. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Nein, bist du nicht. Das ist nicht fair. Also, Ziehleine. Ja, haben wir es wohl verkackt. Wie wär's mit einer Bestechung? Vielleicht können wir ihn ja bestechen. Wie wär's mit Bestechung? Bestecher? Bestechung? An was hattest du gedacht? Einen Moment bitte. Es wäre besser, dir fällt was Gutes ein. Oh. Was könnte der denn haben wollen? Vielleicht den Stein? Da ist das Wort Wir drauf gekritzelt. Gib Stein an Zwerg. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ja, will er vielleicht eine Feder haben? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Braucht er vielleicht eine Schere zum Stutzen seines Bartes? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ah, na gut. Komm hier einfach vorbei. Stopp! Wache! Hey. Lass ihn nicht durch! Ach, Menno. Schau! Du kannst da nicht rein. Verschwinde! Nur noch eine Sache. Verschwinde endlich! Verschwinde doch selbst! Verschwinde doch selbst! Au! Hat es jetzt geklappt? Stopp! Wache! Ja. Lass ihn nicht durch! Schau! Du kannst da nicht rein. Verschwinde! Nur noch eine Sache. Verschwinde endlich! Das ist in Ordnung. Ich bin kein Zwerg. Wollen wir es wagen? Ach, wagen wir es einfach. Das ist in Ordnung. Ich bin kein Zwerg. Was? Ich sagte, ich komme aus dem Norden. Hä? Willst du nicht bald abhauen? Ja, dann verschwinde doch selbst, du doofer Rotmantel und Pinkhosen tragender Mistgiftzwerg, du. Verschwinde doch selbst. Au. Na gut, aber hier nach rechts unten geht's, glaube ich, trotzdem noch. Ah, vielleicht quatschen wir auch erstmal mit dem Zwerg da. Hey, du Zwerg! Verschwinde, ich bin beschäftigt! Ja, mit Bier trinken und essen. Was hat dir die Laune verdorben? Ich versuche nur höflich zu sein. Bitteschön, wenn es dir was gibt, brauchst du Hilfe. Ich würde sagen, wir sind hilfsbereit. Brauchst du Hilfe? Nein. Ich bin Inspektor und inspiziere... Das ist ein Überfall, ja, mit den Juwelen. Könntest du dich nicht etwas gewählter ausdrücken? Ich verschwinde dann. Ja, ich bin ein Inspektor und inspiziere. Das finde ich gut. Ich bin ein Inspektor und inspiziere. Wo ist dein Ausweis? Den habe ich zu Hause vergessen. Lass mich allein. Der Ausweis ist im anderen Hut. Ja, hier der Punkt ist nix. Na, schade, man hätte vielleicht hier... irgendwie Geld bekommen oder sowas. Oder irgendwie was Wertvolles wenigstens. Für den Bauchladencremer eventuell. Eieieiei, guckt euch das an. Zwerg müsste man sein, ne? 3, 5, 6 Flaschen. Der fällt fast vom Stuhl. Eieiei. So wie einer meiner besten Kumpels vor 3 Tagen. Ja, der hatte Geburtstag. Und das ist ein Haufen leerer Bierflaschen. Der hatte Geburtstag und, ja, hat's ein wenig übertrieben. Nun ja, gucken wir uns den Zwerg mal an. Er sieht sehr betrunken aus. Und was mit dem Zwerg da unten? Er schläft seinen Rausch aus. Ja, kann man vielleicht etwas von den Flaschen noch nehmen? Noch einer ein Bier? Gib's auf, die sind alle leer. Ja, Fässer, Schauen wir uns die nochmal an. Einer ein Bier? Das sind Bierfässer. Können wir die benutzen? Mit unserem Eimer? Das noch einer ein Bier? Hey. Tja. Geht's denn hier noch weiter vielleicht? Scheinbar nicht. Der Zwerg ist ziemlich hacke. Die Fässer, können wir die öffnen vielleicht? Sie sind alle leer. Alle leer. Nun ja, dann denke ich, dass wir hier erstmal nicht weiterkommen. Gehen wir wieder raus aus der Mine. Ah, vielleicht. Ich
das habe ich gerade schon wieder nicht mehr gemacht. Ich glaube, hier. Der Metalldetektor hilft hier auch nicht weiter. Gut, probieren wir das auch gleich nochmal hier aus. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Also wir brauchen so eine Art Ausweis, damit wir uns als Inspektor ausgeben können. Oder irgendwas, um den Zwerg zu bestechen. Naja, na wenigstens kommen wir jetzt schon in die Mine rein. Ich würde sagen, wir lassen den Bart einfach dran. Weil es so lustig aussieht. Länger werde ich diesen Bart nicht tragen. Allmählich kratzt er. Ah, schon besser. Oh, schade. Naja, Simon, später wird das immer so sein. Da wächst das dann von automatisch. So, hier kommen wir auch nicht weiter. Wir haben ja die Einkaufsliste schon abgegeben. Vielleicht müssen wir dann irgendwann, sagen wir mal, Boote spielen und dann alles hier wieder hinbringen. Ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rechts hoch und nutzen weiterhin unseren Detektor. Ah, das habe ich da oben schon wieder vergessen. Ja, tut mir leid. Oh Mann, ich bin gerade nicht sehr diszipliniert. So, jetzt werde ich dran denken. Benutzen wir fix den Detektor. Würde mich ewig ärgern, wenn es denn genau hier gewesen wäre, wo wir unser Milrit finden. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Ja, na, ein Glück muss man dieses Gerät nicht auch noch auf ein Stück Boden benutzen. Ist einfach nur benutze Metalldetektor und dann scheint er die Karte abzusuchen. Ja, wäre ja sonst ziemlich ärgerlich, ne? Stellt euch vor, man müsste. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man auch noch in der Nähe stehen von irgendwas. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die können ja eigentlich nicht verlangen von uns, dass wir hier den Detektor benutzen. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Und hier nochmal den Detektor benutzen. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Nee. Das wäre entgegen der Point-and-Click-Logik.